Ja, das kann sich wirklich gut sehen lassen. Ein Fisch nach dem anderen, der hier reingeht. Zwischendurch ein paar normale Döbel, aber hauptsächlich Renken. Also, direkt wieder raus mit der Rute. Da war ein kleiner Döbel dran. Und da haben wir auch ein paar Zwergmarien. Das sind natürlich jetzt hier die Kandidaten, die man nicht unbedingt haben will. Aber ich muss sagen, für die Zeit jetzt hier, die ich hier stehe, 59 kleine Fischis schon, ob Nacht oder Tag, läuft in beiden oder zu beiden Zeiten, gar kein Problem. Einfach hier locker rausgeworfen mit drei Posen, ob das jetzt die Match hier gerade ist oder ob das jetzt mit der Pose, mit der Bollo-Pose ist oder mit der Stippe ist, gar kein Unterschied. Wichtig ist, dass man hier das Setup vernünftig aufbaut. Ich bin relativ fein gerade unterwegs. Gucken wir uns gleich aber im Detail nochmal an. Wir werfen erstmal kurz einen Blick in den Kescher. Und wenn wir das hier mal eben so nach Gewicht sortieren, sehen wir hier schon verdammt schöne Brocken. Foxy-Ränke im Trophy-Bereich, dicke, fette Ludoga-Ränke, hier wieder die Foxy-Ränke, Döbel, Ludoga-Ränke, eine Zerte mit dabei. Also richtig gute, ergiebige Fische dabei. Ripus-Maren waren auch schon hier mit dabei. Also alles kunterbunt und da kann man jetzt einfach nur ein bisschen variieren mit den Hakengrößen und mit den Tiefen und dann läuft das hier schon richtig gut. Zack, der nächste Brocken, sehr schön, kleine Ludoga-Ränke. Das ist, ich sag mal so, der Standardfisch jetzt hier an der Stelle. Auf der Route bin ich gerade ziemlich genau bei 2 Meter Tiefe eingestellt. Und bei den anderen variiert es. 1,80 Meter, 1,90 Meter. Ich glaube, einen hatte ich jetzt gerade runtergestellt, sogar auf 2,40 Meter. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal eben an. Unterschiedliche Tiefen auf jeden Fall eingestellt. Da muss man allerdings auch immer ein bisschen testen. Je nach Wetter und Temperatur unterschiedliche Tiefen testen. Also ums Tiefentesten kommt man leider nicht drum herum. Je nachdem, wann du das jetzt gerade siehst und das hier testen willst, musst du deine eigenen Tiefen testen. Ausprobieren. Köder sind relativ gleich immer. Funktioniert eigentlich immer Eintagsfliege, Steinfliege. Wenn du nur eins von beiden dran machen kannst, weil du halt den Doppelköder noch nicht hast, Eintagsfliege. Auf jeden Fall, also Eintagsfliegenlarve. Auf jeden Fall Prio. Und dann von den Hakengrößen variieren. 10er Haken funktioniert ganz gut. 6er Haken, 4er Haken. 1er Haken, da wird es aber schon wirklich sehr kritisch und äußerst gering von der Frequenz. Aber ich sag mal, so ein 6er Haken hat eine ganz gute Frequenz und auch da gehen ganz vernünftig große Brocken rein. Das lübt. Wenn man da so ein bisschen die Zwergmarien ausschließen will, versucht man natürlich einen etwas größeren Haken zu nehmen. Hier jetzt eine kleine Foxy-Ränke nochmal. Zack, ach, ich hätte mal eben die Tiefe, das checken wir mal eben. Gucken wir mal eben. Also hier sind wir bei 1,70 Meter. Gehen wir mal ein bisschen runter noch. Machen wir mal auf 1,80 Meter Tiefe. Und auf der 1 geht es auch gerade los. Schnell auf die 1. Ah, nicht mehr gehakt. Zu spät. Aber dann testen wir auch hier direkt die Tiefe. Hier sind wir bei 2,40 Meter. Jetzt schnell auf die 2 wieder. Jetzt aber gehakt. Sehr schön. Es kommt vor, dass alle drei Routen gleichzeitig runtergehen. Da muss man wirklich Gas geben. Zack, zack, zack. Eine nach dem anderen. Und zwischendurch mit dem Drill kurz unterbrechen, schnell die nächste Route greifen, zusehen, dass man eben jeden Fisch erstmal hakt und hoffen, dass er dann eben auch noch dran bleibt. Dann ist das schon mal gut. Es kann schon mal ein bisschen stressig werden. Wenn es dir zu stressig ist, dann einfach hier mit zwei Routen angeln. Geht auch. Von der Tiefe her und von der Entfernung, ich weiß nicht, ob das mit der Stippe so gut klappt. Ich sag mal, mit einer größeren Stippe könnte es, glaube ich, gehen. Na, also auf jeden Fall so 8 Meter Entfernung. Zack, schöne Ludoga-Ränke wieder. Also 8 Meter lange Stippe und da kommt man da auch schön weit genug raus. Von der Position her, ich bin direkt hier am Hafen, gar nicht weit weg. Hier vorne ist das Hafengebäude, da oben ist der Shop. Also ganz easy von der Position kann man sich mal locker schnell hinstellen und kurz ausprobieren, ob der Spot läuft. Wie gesagt, ganz wichtig, die unterschiedlichen Tiefen, ruhig auch mal runtergehen bis 3 Meter, 2,80 Meter, 3 Meter rum in dem Bereich. Also auch da gibt es immer wieder ganz gute Hotspots. 1,80 Meter ist immer eigentlich auch eine ganz gute Tiefe, die eine ganz gute Frequenz hat.
auch ein wichtiger Punkt. Aufpassen, es können hier Seeforellen reingehen. Das heißt, vielleicht auch nicht ganz so wenig Schnur drauf haben. Gucken, dass man hier ausreichend Schnur auf dem Setup hat, dass man auch mal ein bisschen in den Drill gehen kann und möglicherweise, wie gesagt, so eine Seeforelle von ein paar Kilo, dass man die auch ein bisschen drillen kann. So ganz riesig große Brocken gehen eigentlich selten drauf. Die Kandidaten waren bisher auch äußerst selten. Die wollen wir eigentlich auch nicht haben. Wenn der Spot, wenn du es testest, wenn der Spot irgendwann mal komplett verseucht ist mit Rotaugen, das passiert immer mal wieder, dass die hier in der Area, also komplett diese Area bis hier zur 5, dass hier immer mal wieder Rotaugenschwärme auch sind, dann einfach den Spot wechseln. Da macht es keinen Sinn. Also wenn das alles voll ist mit Rotaugen, vergeudet man quasi nur die Köder. Ab und zu hat man sogar hier Rotaugen-Hotspots, dass dann auch die Trophys reingehen. Das ist vielleicht nochmal ganz nett. Aber so, wenn man hier auf die Ränken aus ist, dann will man die nicht. Erstes Rotauge auch bisher. Also das passt bisher auch komplett. Zack, da schießt nochmal ein bisschen was rein. Mit Schwung. Sehr schön. Na, hat sogar noch ein bisschen Power. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es keine Seeforelle ist. Hoffentlich keine Seeforelle. Das wäre nice. Vielleicht nochmal so eine Ludoga-Ränke oder sowas. Oder eine Foxy. Das wäre natürlich der Oberhammer. Gerade ist die nächste Pose runtergeschossen. Ich sehe sie schon nicht mehr, die blaue. Aber wir müssen hier jetzt erstmal so ein bisschen in den Drill. 5 Kilo Fluorocarbon komplett, ne? Wir gucken uns das Setup gleich nochmal im Detail ein bisschen an. 5 Kilo Fluorocarbon komplett. Natürlich vom Gesamtsetup übertrieben hier mit der Tagara drauf. Die wechsle ich mittlerweile nicht mehr, die lasse ich. Die sind quasi fürs Grundangeln ausrangiert, die Tagaras. Und die verwende ich, weil sie auch so schnell beim Einkurbeln sind, ganz gerne jetzt hier auf den Matchrouten. Dann haben wir da schon einen schnelleren Hakeffekt einfach nochmal. So, komm ran hier. Oh, das ist gut. Eine Ludoga-Ränke. 2 Kilo, 3 Kilo. Na. Die Trophy! Ludoga-Ränke. Sie hatte einfach Bock. Und ich hatte auch Bock drauf. Sehr schönes Teil. Trophy abgehakt. Aber ich glaube, die hatte ich schon. Ja, immer noch 95. Ich hätte gerne die anderen Schlingels. Also die Foxy-Ränke und Co. Das wäre mal nicht richtig nice. Und naja, aber immerhin das Teil auch mal wieder gefangen. Ist halt auch schön. Und wenn das so im Großen und Ganzen hier noch mit einer guten Frequenz läuft, macht das Ganze doch nur noch viel besser. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal einfach kurz noch in den Kescher, was das Ganze so gebracht hat. Kurz mal eben hier die Bügel zumachen, den Spot verlassen und dann gucken wir mal eben, was das so bringt. So, und da sind wir auch schon. Halt, erstmal kurz nochmal schnell ins Café. Vielleicht ist da was drin. Klotzeibling ist drin. Letztes Video. Dreimal der Döbel, auch sehr praktisch. Die sind ja auch hier locker reingegangen. 1, 2, 3, 45 Silber. Die Seefos, siehst du nicht eine, über 1,6. Können aber reingehen durchaus, wenn man hier länger steht. Stinte auch nicht. Also 45 Silber haben wir schon drin. Das Ding bringt jetzt nur 90 Silber. Ist wie gesagt so das häufigste auch hier, die Ludoga-Ränke. Und wir sind in Gänze jetzt hier nach Fangzeit. Also 55 Minuten mit diesem Fisch sind wir jetzt also ziemlich genau bei 500 Silber. Nehmen wir die 100 Silber weg, sind wir immerhin noch bei 400 Silber für eine Stunde Posenangeln. Das kann man noch, glaube ich, ganz gut machen. Nochmal eben nach Preisen sortiert. Hier haben wir eben die Fische, die auch richtig Cash bringen. Das sind eben hier auch die Foxy-Ränken. Das macht es halt auch aus, ne? Richtig gut. 50 Tacken hier für so einen Brocken, 30 Tacken und so weiter. Also, das lohnt sich. Und hier gucken wir auch nochmal in die breite Masse rein. Selbst hier die normalen zwischen 3 und 8, 9 Silber. Also, das ist einfach der Punkt. Das macht dann auch richtig Bock. Und man kann einfach ein bisschen Cash machen. Kratsching, verkauft. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.